Extra 3 Spezial. Heute mit kinderleichten Passfotos für Babys, deutschen Riesenhasen für Nordkorea und Emanzen gegen Ampelmänner. Jetzt der reale Irrsinn XXL. Willkommen zu einer neuen Staffel vom realen Irrsinn XXL. Der reale Irrsinn. Meine Damen und Herren, was ist der reale Irrsinn? Es sind Provinzposten und Schildbürgerstreiche. Und es ist eine beliebte Rubrik in unserer NDR-Satire-Show Extra 3. Als wir Ihnen im Sommer 25 Klassiker dieser Filme in 3 Sondershows präsentiert haben, da stellte sich heraus, dass offenbar nicht nur wir von Extra 3 Fans dieser Rubrik sind, sondern Sie, die Zuschauer, mindestens genauso begeistert waren. Ja. Und da kamen sie. Die Rufe kamen und wurden immer lauter. Und sie waren nicht mehr zu überhören. Die Rufe, macht das öfter. Ihr habt doch noch mehr davon. Realen Irrsinn. Her damit. Gebt es uns. Und Ihr Wunsch ist uns Befehl. Also Vorhang auf für weitere 25 Top-Realsatiren der letzten Jahre. Alle Filme sind natürlich versehen mit dem Gartenzwerg Gütesiegel von Extra 3. Kommen wir direkt zum ersten Film. Google sieht alles. Google Maps sieht jede Straße, Google Earth sieht jeden Garten und bei Google Street View kommt man so nah ran, da kann man bei vielen Menschen sehen, ob sie die Mandeln raus haben. Es gibt aber Orte, die existieren in der Wirklichkeit, aber nicht bei Google. Das heißt, es gibt sie, aber sie existieren doch nicht. Ich kenne Orte im Emsland, da ist der Gedanke tröstlich. Aber bei anderen Orten wird das zum Problem. Wie zum Beispiel Gandake See, das Atlantis bei Bremen. Florian Müller war da. Unser Planet. Betrachtet mit modernster Satellitentechnologie. Google Earth macht jeden noch so geheimen Fleck sichtbar für jedermann. Ob das Pentagon oder die verbotene Stadt in Peking. Doch nur ein einziger Ort auf der ganzen Welt ist nicht zu erkennen. Bei Google Earth nur ein grau-weißer Kasten. Es ist Gandake See, Niedersachsen. Ganz klar, hier soll etwas verheimlicht werden. Aber was? Spurensuche. Tüftelt man bei Fernsehfleischer etwa an ausgefeilten Abhöranlagen? Wüsste ich nicht, dass es irgendwas gibt, was jetzt Besonderes sein sollte oder könnte. Aha. Werden in diesem Bastelladen geheime Waffen entwickelt und getestet? Militärisches Testgelände. Was weiß dieser Mann wirklich? Züchtet man im Samenhaus Melle vielleicht eine neue Menschenrasse? Das weiß ich nicht. Muss er den Bürgermeister fragen. Ich bin ein normaler Mensch. Doch auch im Rathaus gibt man den Saubermann. Wir sind eine absolut saubere Gemeinde, die keinerlei Geheimnisse hat. Darauf sind wir auch stolz. Die Google Earth-Leute haben uns erklärt, beim Überfliegen und bei dem Aufnehmen der Bilder seien Kameras ausgefallen. Bei Google dasselbe Märchen von der kaputten Kamera. In der Tat ist es so, dass der Bildlieferant, der uns die Bilddaten für Google Maps und auch Google Earth liefert, ein technisches Problem hatte. Das heißt, schlicht und ergreifend ist eine Kamera dort ausgefallen. Aha. Aber warum verschwinden dann immer wieder Dinge aus Gandake See? Irgendwann habe ich mein Handy verloren. Zum Beispiel? Märchen, Ausflüchte, Verschleierung. Das Geheimnis von Gandake See bleibt bestehen. Wir kommen wieder. Irgendwann. Das war Platz Nummer 25. Gandake See fehlte lange Zeit auf den Google-Karten. Nordkorea hingegen war auf den Landkarten westlicher Politiker immer rot markiert, als gefährlicher Schurkenstaat. Nordkorea war ja immer eine Nation, in der nicht gelacht wurde. Überhaupt nicht. Ja, immer stramm stalinistisch, sehr fremd und ohne jeden Humor. Man spricht auch von der Sarah Wagenknecht unter den Nationen. Ja. Jahrzehntelang guckten die nordkoreanischen Staatschefs betrübt bis apathisch aus der Wäsche. Hier, ne? Kim Jong-il. Keinerlei Mimik, starres Gesicht. Sollte das jemals verfilmt werden, die Geschichte Nordkoreas, kann seine Rolle nur von Til Schweiger gespielt werden. Jetzt aber die Überraschung. Ja.
Jetzt ist es passiert, sein Sohn Kim Jong-un hat gelacht. In einem Vergnügungspark. Ja, sagen Sie, klar, Vergnügungspark in Nordkorea, so nennt man da wahrscheinlich ein Lebensmittelgeschäft, in dem es was zu essen gibt. Nein, ein richtiger nordkoreanischer Vergnügungspark. Und alle Kommentatoren sagen, ja, hurra, wenn der Diktator lächelt, dann ist der Weg zu Demokratie und Menschenrechten nicht mehr weit. Ein Film aus der Zeit, als Nordkorea noch freudlos kommunistisch war, hat es auf Platz 24 geschafft. Ein Film über einen deutschen Rammler im Ausland. Nein, keine Ahnung, nicht schon wieder Boris Becker. Nein, 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 es geht um richtige Rammler. Das hier sind Nussknacker aus dem Erzgebirge. Das sind leckere Gurken aus dem Spreewald. Und das ist ein deutscher Riese Grau aus Eberswalde, hier links im Bild. Wieder ein Exportschlager aus Ostdeutschland. Karl Smolinski hat im November 12 Tiere nach Nordkorea verkauft. Pyongyang war ganz heiß auf seine Rammler. Die kamen hierher gefahren, und zwar am 4. November. Das weiß ich noch ganz genau. Wir haben hier in Eberswalde unsere Kreisschau gehabt. Und da bin ich für sie gekommen, um 10 Uhr pünktlich standen sie hier, der Dolmetscher mit dem Ministerrat Hong. Und dann habe ich ihr die Tiere gezeigt und geworen. Ja, und da hat der Mr. Hong immer wieder gesagt, werde ich nie vergessen die Worte, Fleisch, 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 Fleisch. 10 Kilo Fleisch pro Tier, dachte Minister Hong, lecker. Und dieser Smolinski ist doch fast eh einer von uns. Der hatte mich bloß nochmal gefragt, während der Fahrt von mir bis dorthin zur Ausstellung, was ich von Erich Honecker gehalten habe, ob ein guter Mensch war. Er hat gesagt, er hat mir nichts getan, er war gut, ich bin nicht verhungert und nicht. Wir haben gegessen, auch hier alles, und dann war es gut gewesen. Klar, dass Smolinski das mit dem Minister Hong ein paar Journalisten erzählt. Und auf einmal kommen Fernsehteams aus der ganzen Welt und berichten von der Lieferung nach Pyongyang. Und sogar Frank Elsner lädt ihn ein. Aber der Preis des Ruhms ist hoch. Er hat seit Wochen nichts mehr von seinen Kaninchen gehört. Minister Hong und die 10 grauen Riesen melden sich nicht mehr. Oder doch? Ja, Smolinski? Amerika? Ja. Ich habe hier einen Film, hier gerade einen Sender hier. Die Film. In 20 Minuten, danke. Tschüss. Aus England, die wollen mit mir ein Interview machen. Mist, wieder nicht Minister Hong. Dabei hat er doch versprochen, ihn nach Pyongyang zu holen. Ratlosigkeit. Auch wir von Extra 3 haken nochmal nach. Versuchen, den Botschafter in Berlin zur Rede zu stellen. Doch auch uns gegenüber kein Kommentar. Ein verzweifelter Appell. Ja, ich appelliere nochmal. Sie sollen mir den Weg freigeben, der ich nach Nordkorea fahren kann und ihr weitere gute Hinweise geben kann für die Zucht der deutschen Riesengrau. Sie stammen nun mal aus Deutschland und Sie können froh sein, dass Sie solche schöne Tiere bekommen haben. Ja, von den Züchtern aus Eberswalde. Ja. Nordkorea antwortet nicht. Die traurigste Geschichte, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Und die Geschichte ist genauso passiert. Dafür bürgt der Autor Christopher Sell und der Extra 3 Realsatiren Gartenzwerg. Alles, was wir berichten, ist authentisch und nicht erfunden. Sie wissen, dass wir sie nie betrügen würden. Anderswo ist es gang und gäbe Betrug. Ne? Angela Merkel täuscht uns einen politischen Höhepunkt nach dem nächsten vor. Und im Supermarkt haben wir uns auch dann gewöhnt, nach Strich und Faden angelogen zu werden. Statt richtigem Käse gibt es Analogkäse. Aus Pflanzenfett und Milcheiweiß. Garnelen bestehen oft nur noch aus gepressten Fischabfällen. Und in den wenigsten Nürnberger Rostbratwürstchen sind überhaupt echte Nürnberger drin. Alles ein einziger Betrug. Ja. Aber dass man selbst Straßenmusikern heutzutage nicht mehr trauen kann, das macht mich einigermaßen fassungslos. Hauke Wendler. Wir alle kennen das Problem. Ein Spaziergang ist schön, aber ohne Musik macht's nur halb so viel Spaß. Das meint auch Heinrich-Peter Bornhöft. Und deshalb hat der Tüftler sich kurz entschlossen einen Leierkasten gebaut. Ein Ohrenschmaus nicht nur für Heinrich-Peter Bornhöft, sondern für alle, die gerade vorbeikommen. An und für sich gefällt Leierkastenmusik immer.
Und Sie können feststellen, wenn Sie mit dem Leierkasten irgendwo Musik machen und da steht ein Hut hier drauf, da schmeißen die Leute garantiert Geld rein. Tja, Leierkastenmusik ist halt beliebt. Nur die Leierkästen selber, die sind ganz schön teuer. Doch nicht der von Heinrich-Peter Bornhöft, denn er hat sich etwas einfallen lassen. In seinem Leierkasten stecken keine Orgelpfeifen, sondern ein Kassettenrekorder. Tolle Idee, finden auch die Nachbarn. Die lachen sich kaputt und haben aber Achtung davor, dass ich sowas gemacht habe. Damit alles wie bei einem echten Leierkasten aussieht, hat Heinrich-Peter Bornhöft einen Endschalter eingebaut. Ganz wichtig. Ich muss ja kurbeln. Ich brauch nicht zu kurbeln, ich kann die Kurbel auch festsetzen. Dann geht das auch. Aber das sieht ja nicht gut aus. Das muss ja so aussehen. Genau, so muss das aussehen. Und das tut es nur, wenn im Leierkasten ein Endschalter eingebaut ist. So wie bei Heinrich-Peter Bornhöft, dem Mann, der was kann. Unglaublich. Ein falscher Leierkastenmann. Verdient Geld mit dem falschen Leierkasten. Kohle aus dem Kreuz leiern, da kommt der Begriff übrigens her. Zum nächsten Thema. Für Maria und Josef war damals das größte Problem, dass sie dreimal abgewiesen wurden, bis sie eine Krippe fanden. Im heutigen Deutschland hätten sie ein noch größeres Problem gehabt, nämlich für Klein Jesus einen Reisepass zu beantragen. Inzwischen gibt es Reisepässe für Kleinkinder und zwar mit Lichtbildausweis. Es reicht nicht, die einfach einzutragen bei den Eltern. Die brauchen einen eigenen Pass mit eigenen Lichtbildern. Und das ist nicht einfach. So ein Passbild zu machen, ist bei mir jedes Mal total kompliziert, da ein gutes Foto hinzubekommen. Also ja, hier, so sahen die letzten aus. Es ist einfach schwierig. Es ist schwierig. Bei Babys noch viel komplizierter, logisch. Diese Erfahrung hat auch eine junge Mutter in Hamburg machen müssen. Da kommt die Mutter Buchs und ihre Tochter Lotta, 6 Monate alt. Die beiden wollen verreisen nach Mexiko. Und weil wir vom Bundesinnenministerium finden, dass Kinder die gleichen Rechte und Pflichten haben wie Erwachsene, braucht Lotta einen eigenen Reisepass mit biometrischem Foto. Die gibt es an jedem Automaten, einfach und kostengünstig. Jetzt geht's los. Na bitte. Jetzt nur noch schnell zur freundlichen Beamtin. Die kann ich leider nicht nehmen. Babys oder Personen dürfen nur alleine auf dem Bild sein. Gut, Lotta kann eigentlich noch gar nichts allein. Aber dann muss die Mutter halt ein bisschen flexibel sein. Wunderbar. Diese Fotos werden unsere Beamtin sicherlich zufriedenstellen. Ja, aber die kann ich leider auch nicht nehmen, weil das Kind guckt ja gar nicht in die Kamera. Und dann würde der Pass ja gar keinen Sinn machen. Man soll dich doch erkennen, Lotta. Genau deshalb stellen unsere Ämter seit 2007 auch für Kinder Pässe mit Fotos aus. Völlig problemlos. Da haben wir hier auch in den Ämtern sehr viele Probleme, weil ja doch der Bürger hat da wirklich Probleme mit, die Bilder herzustellen. Und auch bei uns ist der Arbeitsaufwand ganz wesentlich gestiegen. Aber beim dritten Versuch wird es doch klappen. Also das kann ich auch nicht nehmen. In solch schwierigen Ausnahmefällen lohnt der Gang zum professionellen Fotografen. Hier hat man Erfahrung im Umgang mit Kindern. Und so ein Passfoto ist ja auch was fürs Leben. Ich finde es im großen Teil ein bisschen überflüssig. Es ist so, dass die Kleinen sich viel zu sehr verändern und es ist immer auch ein bisschen Quälerei. Tja, dass die Kinder ihr Aussehen ändern, da können wir vom Innenministerium ja nichts für. Wir haben endlich eine funktionierende Regelung gefunden. Und jetzt hat Lotta endlich ihr schönes Passfoto. Also ich sehe jetzt, sie guckt zwar gerade in die Kamera, aber leider ist das Bild total überbelichtet. Schade, danke schön. Liebe Mama Bogs, warum in die Ferne schweifen? Mexiko. Deutschland hat doch auch schöne Ecken. Gute Reise. Ein Film von Daniel Brückerhoff. Und wir kommen zum nächsten Platz beim realen Irrsinn XXL. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau steht ja auf dem Papier, muss aber immer wieder neu erkämpft werden. Es gibt eine gläserne Decke, die es immer noch verhindert, dass Frauen in Führungspositionen gelangen. Eine Politikerin aus Bremerhaven nimmt die Sache sehr genau, sehr, sehr, sehr genau. Und sie hat sich vor allem einer gläsernen Decke angenommen, der männlich dominierten Glasscheibe in deutschen Verkehrsampeln.
Ja, in diesen Verkehrsampeln arbeiten zu wenig Frauen. Unsere Quotenfrau Therese Ulrich berichtet. Diese Frau fühlt sich umzingelt. Überall männliche Dominanz. Immer haben die das Sagen, sogar auf den Ampeln. Ich bin davon genervt, dass überall nur Männer zu sehen sind. Hier im Straßenverkehr, an den Ampeln, dort wird mir gesagt von einem Mann, dass ich gehen soll oder dass ich stehen bleiben muss. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, da muss unbedingt eine Frau hin. Genau, die feminine Ampel muss her. In Dresden und Zwickau gibt's bereits so eine. Aber bitte doch nicht so ein altbackenes Modell mit Zopf und Rock. Deshalb hat die SPD-Abgeordnete eine Initiative zur Schöpfung der modernen, gleichgestellten Ampelfrau gegründet. Woran erkennen wir eine Frau? Das können wir mit den Busen haben. Ja, das ist eine Möglichkeit. Wir können Busen nehmen, eine Handtasche, eine Schultertasche, ein Beutelchen. Könnten wir mal ausprobieren. So Handtasche und hochhackige Schuhe finde ich gut. Weil wir könnten ja wirklich, nicht jetzt das reine Model, aber so ein bisschen in diese weiblichere anatomische Form auch gehen. Muss es denn eine Junge sein? Geht denn nicht auch ein Dutt? Geht denn nicht auch ein Stock? Schwierige Entscheidung. Und darum holt sich die Initiative erstmal weibliche Verstärkung. Wir machen jetzt einen Wettbewerb. Alle Frauen und Mädchen, die sich interessieren, können uns einen Vorschlag einschicken mit einer Ampelfrau. Und ja, dann gucken wir mal, was an Vorschlägen gekommen ist. Dann fehlt ja nur noch die offizielle Genehmigung der zuständigen Behörde. Die leitet übrigens ein Mann. Und zwar Baudezernent Volker Holm. Ich habe etwa 500 solcher Signalmasten, die ich austauschen müsste, wenn man das ernst nähme. Und dann kann ich sagen, lasst mich lieber ein paar Schlaglöcher zumachen, anstatt das Geld für grüne und rote Gläser dieser Art auszugeben. Wie, dann bleibt es bei der chauvinistischen Männerampel? Dieses ist eine Frau im Hosenanzug. Was soll das denn heißen? Dass die Frauen ihre Forderung bereits erfüllt haben. Es sind auch Frauen auf unseren Ampeln. Ja, es gibt noch viel zu tun für die Bremerhavener Frauenbewegung, bis auch das letzte Männchen im Müll landet. Da eben. Das ist doch noch nicht alles. Es gibt doch noch so viel zu tun. Was ist eigentlich mit den vielen chauvinistischen und sexistischen Verkehrszeichen, wie zum Beispiel diesem hier? Ja, was heißt denn das? Achtung, Frau mit heißer Figur. Ne? Oder was ist mit dem hier? Achtung, Frau, die Herdprämie bezieht. Oder das hier. Achtung, Frau mit Zyklusproblem. Ja, muss man auch mal drüber nachdenken. Jede Stadt ist ja stolz auf irgendwas. Welche Stadt ist stolz zum Beispiel auf die Stadtmusikanten? Bremen ist zu einfach für Sie. Ich will Sie nicht unterfordern. Die Schwebebahn? Wuppertal, auch hier bekannt in Hamburg. Ja, interessant. Die Postmeilensäule? Wissen Sie nicht? Die Poldiswalde. Ja, ne? Ist doch klar. Und auf den Daumenquetscherbrunnen ist welche Stadt besonders stolz? Ratingen. Ne? War eigentlich einfach. Und auf den Kieler Rathausturm, muss ich selbst nachgucken, Kiel, genau. So. Die Stadt Springe am Deister hat einen sehr berühmten Sohn, Heinrich Göbel. Auf den ist die Stadt auch sehr stolz. Heinrich Göbel aus Springe. Ne? Der Heinrich Göbel. Ist bekannt. Aus dem Springe. Heinrich Göbel aus Springe? Nee, klingelt noch nicht bei Ihnen. Dann muss unser nächster Film von Britta von der Heide wohl ein wenig nachhelfen. Springe. Ein ganz normales Städtchen in Niedersachsen. Stinklangweilig? Falsch. Denn hier, mitten in der Stadt, wurde er 1818 geboren. Heinrich Göbel. Der wahre Erfinder der Glühlampe. Die Stadt Springe ist sehr stolz auf Herrn Heinrich Göbel, ne? Weil er das Licht erfunden hat. Ein Sohn der Stadt Springe hat der Welt das Licht gebracht. Also haben die Springer ein Göbel-Denkmal gebaut, eine Straße nach Göbel benannt. Es gibt die Göbel-Realschule und dieses Göbel-Restaurant natürlich mit Göbel-Menü. Das Göbel-Menü, wie wir es auf Bestellung anbieten, besteht also aus einer alten Grünkernsuppe. Im Museum wurde eine Göbel-Ecke eingerichtet und dieser Göbel-Bus fährt zur Göbel-Bastei. Zu Ehren Göbels wurde dieses Göbel-Kunstwerk erschaffen, das nachts sogar leuchtet.
Doch dann hat dieser Akademiker seine Nase in längst vergessene Dinge gesteckt. Hans-Christian Rohde hat geforscht und eine Doktorarbeit über Göbel geschrieben. Das Ergebnis erschreckend. Heinrich Göbel ist nicht der Erfinder der elektrischen Glühlampe. Nicht Heinrich Göbel, dessen Bild in jedem Kinderschlafzimmer in Springe hängt. Idol für Jung und Alt, ein Hochstapler. Man muss wohl sagen, dass Heinrich Göbel geflunkert hat. Und Rohde hat das auch noch veröffentlicht. Was soll sein Enthüllungsbuch? Er soll den Göbel ruhen lassen und soll uns den Göbel auch hier für Springe lassen. Warum? Ach, na ja, nun, ich meine, es ist ja sonst hier nicht in Springe. Springe ohne Göbel. Traurig. Traurig, traurig. Gucken Sie euch die Innenstadt an, ist doch alles tot. Welchen Sinn macht jetzt noch Göbel-Denkmal, Göbel-Straße, Göbel-Schule, Göbel-Restaurant mit Göbel-Menü, Göbel-Ecke, Göbel-Bus und Göbel-Konstrukt, das leuchten kann? An ihn, ein Hochstapler, haben die Springer geglaubt, jahrelang. Die Verletzungen sitzen tief. Und zwar geht es um Heinrich Göbel. Habe ich nichts mit zu tun. Springer, Licht und Schatten liegen oft nah beieinander. Wie schade. Das Göbel-Menü hätte ich zu gerne mal probiert. Das war Platz Nummer 20 beim realen Irrsinn XXL. Unser Gartenzwerg hat sie alle im Visier, die Kandidaten, die wir ausgewählt haben. Die besten Realsatiren aus der Sendung Extra 3. Provinzbossen aus allen Ecken unseres Sendegebietes und sogar darüber hinaus. Auf unserer Extra 3 Homepage x3.de gibt es eine interaktive Karte. Wenn Sie wollen, können Sie auch noch mal nachschauen, wo unsere Kamerateams waren. Ja, zu allen Orten gibt es die passenden Filme, die wir da gedreht haben. Vielleicht ist auch Ihr Ort mit dabei. Und da können Sie draufklicken und noch mal in den Film reinschauen. Und wenn Sie auch sowas erlebt haben, wenn Sie auch das Gefühl haben, das ist ja ein Irrsinn, der hier vor meiner Haustür passiert und Sie glauben, das passt zu Extra 3, dann schreiben Sie uns eine Mail an extra3@ndr.de. Wir kommen zu Platz 19. Was wären wir Deutschen ohne unsere Tüftler und Entdecker? Es waren Deutsche, die so schöne Sachen erfunden haben wie das Bier oder die Kernspaltung. Ne? Beides verursacht uns heute Kopfschmerzen. Aber dafür haben wir Deutschen auch das Aspirin mit erfunden. Das war natürlich geschickt. Nicht selten wurden diese Forscher anfangs verlacht. Albert Einstein und die Relativitätstheorie hat erstmal keiner ernst genommen. Dietrich Huber aus Stade ging es leider mit seiner großartigen Erfindung ganz ähnlich. In der Gemeinde Holland bei Stade liegt einer der ältesten Atommeiler der Bundesrepublik. Eine Meisterleistung deutscher Erfindergabe. Jetzt wird Holland noch durch einen anderen Erfinder berühmt, den gelernten Bäcker und Konditor Dietrich Huber. Er und seine Frau entdeckten mit Hilfe eines einfachen Küchensiebes die wundersame Wirkung von Ölby 93. Also das ist meine Erfindung, Ölby 93. Das heißt, das ist ein Ölbinder, den habe ich 93 entwickelt. Und erfunden, ja. Und das Gute an der Sache ist, es kostet nicht viel Geld und, es hat eine große Wirkung. Es brauchen die Seevögel, Fische und Seetiere brauchen nicht mehr so qualvoll sterben, wie sie jetzt zur Zeit sterben. In seinem Aquarium simuliert Herr Huber Ölunfälle, wie 1989 vor Alaska oder 1993 bei den Shetland-Inseln. Nach dem Grundsatz, was man nicht mehr sieht, ist auch nicht mehr da, hätten Dietrich Huber und sein Küchensieb diese Katastrophen sicherlich verhindert. Wenn eine große Ölkatastrophe ist, ja, und ich will das gar nicht an Land kommen lassen, wenn das Pulver drauf ist, ja, dann mache ich eine stürmische See, mache ich jetzt, ja. Denn das, und dann geht es gleich unter, wenn es stürmische See ist, ja. Dann habe ich vom Öl, und ich habe die Gefahr natürlich nicht, dass es an Land kommt. Ja? Dank Ölby 93 sinken die Ölinseln von der Meeresoberfläche auf den Meeresgrund. Kein Problem für die dort lebende Meeresfauna. Die klugen Fische schwimmen einfach um die Ölplatten herum. Die gehen da gar nicht ran, die riechen ja auch. Ja, die gehen da gar nicht ran. Nee? Alarmanlagen sichern Herrn Hubers Haus. Aus Angst, dass ihm seine Erfindung gestohlen wird, hat er sogar eine in einem Müller-Reismilchbecher versteckte Überwachungskamera installiert. Ängstlich hält er bislang auch die genaue Rezeptur seines Wundermittels geheim. Nur so viel gibt er preis. Drei Stoffe sind drin, um zu tarnen, ja, damit mir das nicht jeder nachmachen kann. Ne?
Ich kann es auch verwenden als Schweinefutter, ja? Es ist kein Gift, ja? Es ist keine Chemie, es ist kein Gift drin. Nee. Auch die vielseitige Verwendbarkeit von Ölbi 93 konnte die Skeptiker in Ölfirmen und Ministerien nicht überzeugen. Jetzt haben die Hubers auch noch die Regierungen der USA, Norwegens und Saudi-Arabiens angeschrieben. Und wenn die Interesse haben, gebe ich das ins Ausland, so leid mir das tut. Ja, sind denn die Deutschen wirklich so blind? Sehen Sie nicht die einmalige Chance, auf dem Gebiet der Ölbekämpfung und der Schweinemast international führende Wirtschaftsmacht zu werden? Ölbi 93 muss in Deutschland bleiben. Ölbi 93, eine der ganz großen Erfindungen. Ja, der Deutschen, die Tüftler, die Nation der Tüftler. Meine Damen und Herren, in unserem letzten Beitrag für heute geht es um das Thema Religion. Im weitesten Sinne ein heikles Thema, in Satire-Sendungen ganz heikles Thema. Es wird ja auch gerade in Deutschland diskutiert, ob man vielleicht Gotteslästerung als Straftatbestand in die Gesetzgebung mit einbauen sollte. Verstehe ich nicht ganz. Ich meine, Gott macht das jüngste Gericht. Der hat es eigentlich nicht nötig, dann irgendwie wegen Gotteslästerung vors Amtsgericht zu ziehen. Aber trotzdem, die folgende Frage muss ich stellen, bevor es zum nächsten Film kommt. Die Frage, kann man Gott am Telefon begegnen? Was meinen Sie? Gut, im Prinzip sagen Sie, ja, gar kein Problem, kann man. Man kann Gott am Telefon begegnen. Einfach bei der Telekom anrufen, so lange in der Warteschleife bleiben, bis man stirbt. Aber... auch hinter dieser Frage steht wieder mal ein genialer deutscher Tüftler. Einmal mehr. Und zwar eine brillante Geschäftsidee aus der Steinzeit des Mobilfunks, möchte ich mal sagen. Und mit ein bisschen Glück, ich glaube, da sage ich nicht zu viel, wäre der Erfinder dieser Idee ein zweiter Steve Jobs geworden. Leider hat es nicht ganz hingehauen. Wir sehen jetzt vielleicht, woran es gelegen haben könnte. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Nächsten Donnerstag geht es weiter mit den Plätzen 17 bis 9. Bis dahin und nun viel Spaß mit dem Tagessieger Nummer 18, einem Film von Christian Sie. Tschüss. Das Handy. Werkzeug des Bösen. Denn mit Handys entstehen entsetzliche Fotos von Politikern. Gewaltvideos. Und ihre Klingeltöne einfach qualvoll. Aber damit ist jetzt Schluss. Dank Stefan Brönnicke. Dank ihm soll das Handy nun endlich himmlische Glücksgefühle hervorrufen. Wieder zum Beispiel sind, ich mach doch weiter. Oder, die Prüfung wird schon nicht so schlimm. Oder, es regnet zwar, aber ich hab Spaß jetzt an diesem Tag. Oder, schön, dass es mich gibt. Ah, schön, dass es dich gibt, Stefan Brönnicke. Denn sonst gäbe es diesen tollen Dienst nicht, der einem die Hoffnung aufs Handy schickt. Das geht ganz einfach. Sie müssen nur eine SMS schreiben und... schon spricht ein animierter Jesus aus dem Handy. Ich frage mich, wie es dir geht, was du so machst und wie es um dich steht. Du bist mir nicht egal. Ich bin für dich da. Ach ja. Aber Brönnicke macht bei Jesus nicht Halt. Auch andere Heilige sollen per Handy Hoffnung spenden. Die heilige Maria, Häuptling Sitting Bull und, der hier. Dieter Bohlen hat auch schon Dinge gesagt, die einen nach vorne bringen. Wie zum Beispiel, du musst nicht traurig sein. Guck mal, Schweine können nicht stapp hochspringen und sind deshalb auch nicht traurig. Mach doch Mut, oder? Und wie? Eine geniale Geschäftsidee. Und schon braust der Messias der heiligen Handybotschaften los, um zu testen, wie seine Botschaft bei seinen Kunden ankommt. Ich frage mich, wie es dir geht, was du so machst und wie es um dich steht. Ist gut, oder? Was ist das denn? Hättest du Lust, das mal zu verschicken an jemanden oder zu empfangen auf deinem Handy? Oh nee, bitte nicht. Aber so schnell gibt Stefan Brönnicke nicht auf. Die Hoffnung geht schließlich nie verloren. Ganz im Gegensatz zum Verstand.